Der Junge ist brutal, Maschallah, ja. Jo, was geht, Freunde? Herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Euer Barışabe meldet sich zurück. Es ist auf jeden Fall ein Marathon gewesen, in 10 Monaten die 1000 voll zu machen. Dank eurer Hilfe, Freunde, haben wir es geschafft, 1000 Abos auf YouTube zu knacken, Freunde. Vielen, vielen Dank. Ich danke auf jeden Fall jeden, der in der Gruppe mit dabei ist. Ich danke jeden, der bei TikTok Vollblut dabei ist. Natürlich im Hintergrund meine Frau, die leistet sehr große Arbeit. Es ist auf jeden Fall umfangreich, aber es macht tierisch Spaß. Ihr wisst, Freunde, das bin ich. Das ist so mein Lifestyle. Und ich will euch natürlich meinen Lifestyle etwas näher bringen für die ganzen, ich sag mal, für die ganzen Gangster da draußen, die auch E36 flexen. Wir flexen natürlich mit unseren E36. Und Freunde, was macht man an dieser Stelle? An dieser Stelle aktiviert man die Glocke, lässt man ein Like da, ein Abonnement auf Nacken vom Barışabe und dann geht's weiter. Freunde, ich wäre nicht euer Barışabe, wenn ich nicht mit diesen Videos weiter flexen würde. Und im Hintergrund passiert natürlich sehr, sehr viel. Zwei Autos haben meine Sammlung verlassen. Dafür sind zwei weitere Fahrzeuge zugekommen. Heute geht es auch um den Neuzugang. Heute werdet ihr in diesem Video natürlich auch ein altes, bekanntes Gesicht wiedersehen, Freunde. Ich freue mich schon. Ich bin eigentlich auf dem Sprung. Es ist früh am Morgen. E36 M3 Daytona. Ich muss euch mal hier die Tür hier aufmachen. Bam, Tür geht auf. Natürlich im Hintergrund seht ihr jetzt den Daytona. Der steht vor der Tür, Freunde, mit dem E36 M3 Daytona. Kommen natürlich auf jeden Fall noch ein paar Videos auf euch zu. Dieses Auto ist picobello fertig. Sind ein, zwei kleine Sachen, die eigentlich nichts Wichtiges mit dem Fahrzeug zu tun haben. Das ist einmal die ganze Musikanlage, Freunde. Ich möchte den auf High-End-Modus bringen mit der Musikanlage. Und wie ihr wisst, vorne sind noch Doorboards verbaut. Die möchte ich im Nachhinein auch noch mal ändern auf Original. Dann ist das Projekt mit dem E36 M3 Daytona H&H Monster komplett abgeschlossen, Freunde. Ihr seht das Fahrzeug im Hintergrund. Mashallah, Chok gesellt. Jetzt ein Spoiler. Es gibt noch ein Video über diese beiden Autos. Ihr bekommt noch ein Video von mir vor Facelift E36 M3. Facelift E36 M3. Ganz genau, Freunde. Ihr habt richtig gehört. Das wird das erste Video auf YouTube sein. Ich habe komplett gesucht. Freunde, hier geht es nicht darum, dass ich hier euch meine Autos präsentiere und sage wow, wow, wow. Sondern, Freunde, ich will euch mal den Unterschied nebeneinander zwischen beiden Autos zeigen. Und wir haben hier die Möglichkeit, wir haben hier ein Original 3,2er deutsches Modell. Wir haben hier ein Original 3 Liter deutsches Modell. Und wir können euch einmal im Detail mit Daten, Fakten die Unterschiede zeigen. Das dazu. Jetzt geht es eigentlich mit dem aktuellen Thema weiter. Habe ich euch ja gesagt, 3 Liter, 3,2 Liter ist für dieses Jahr abgeschlossen. Picobello, Mashallah, Chok gesehen. Aber Freunde, wenn wir doch mal hier rüber schwenken, was haben wir hier? Wir haben hier unseren ersten Neuzugang, Freunde, einen geilen Audi Sportsback, Freunde, als Turbomotor 2 Liter TFSI, gemacht von MTM mit 310 PS und 460 Newtonmeter DSG, Freunde. Das Auto von meiner bezaubernden Frau. Natürlich, Freunde, ist das für mich immer ein Projekt, egal wem das Auto gehört, im Endeffekt ist das unser Fahrzeug. Natürlich ist dieses Auto keine Bastelbude oder so. Hier wird jetzt nicht rumgebastelt oder so. Das ist ein sehr, sehr geiles Modell. Komplett 3x S-Line, Freunde. Und hier gibt es nichts auszusetzen. Es sind halt Kleinigkeiten, die man an diesem Fahrzeug machen kann. Diese werden auch kommen. Der steht momentan auf 18 Zoll Original Audi S Winterräder jetzt. Ja, Freunde, kurzerhand habe ich aus diesem fähigen Winterreifen gemacht. Ist auch gut so. Die kann damit im Winter rumfahren, sieht auch gut aus. Im Sommer bekommt das Auto natürlich schöne 19er. Mal gucken, was drauf kommt, Freunde. Auf jeden Fall, wie ich schon gesagt habe, heute geht es mit diesem Fahrzeug weiter. Ich stelle euch das Auto gleich in FFM vor, wo ich sein werde.
Es geht heute um eine komplett Innen-Außen-Aufbereitung, Keramikversiegelung, Nanoversiegelung, Versiegelung. Wir machen heute alles, was geht, um diese rote Farbe im Winter einfach wie ein Neuwagen stehen zu lassen. Und dementsprechend, Freunde, gebe ich jetzt Gas. Ich melde mich gleich bei meinem Bre. Seid gespannt, wer dieser Bre sein wird. Yo, Freunde, es ist soweit. Angekommen hier bei meinem Bre. Kurz und knapp, wir haben vorhin schon eben eine schnelle Handwäsche gemacht, Freunde. Bevor wir da an den Lack dran gehen, dachten wir uns, bevor wir langes Smalltalk machen. Ich glaube, Handwäsche ist nicht so interessant für die meisten Leute wissen. Oder die meisten Leute wissen, wie eine Handwäsche geht. Und Freunde, wem haben wir hier? Und zwar unseren Brudi Birol Aga. Birol Aga, sag mal Salam Aleikum hier. Er mit seinem Motherfucker E30, Freunde. Er macht uns jetzt ausnahmsweise mal hier Platz bei sich in der Halle, Freunde. Aber Kaltstart E30 ist, glaube ich, interessanter. Give it to me like... Freunde, es geht weiter mit dem Audi Sportspec Projekt. Das ist ein gutes Wortspiel. Birola, willst du mal Hallo sagen an die Jungs? Die kennen dich ja noch. Salam alaikum, Bruder. Danke. Was geht ab? Alles gut. Geht's dir gut? Ja, lange nicht gesehen, Bruder, ja? Du wolltest ja die ganze Zeit kommen, hast du Bruder, ich hab mein Wort gehalten und ich bin gekommen. Aber was machen wir? Worauf haben wir Bock heute? Also, du hast ja das Auto für deine Frau geholt. Genau. Und jetzt lassen wir mal eine schöne Aufbereitung und eine schöne Lackkorrektur noch. Geil. Ja, damit geil. Der mal richtig glänzt für die Minne. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Farbe. Rot kommt bestimmt geil, wenn er fertig ist. Ja, Mann. Ja. Und nebenbei machen wir auch, glaube ich, eine Lederpflege und... Ja. Leder tun wir ein bisschen aufpimpen. Also das Auto wird gut kommen, wenn er fertig ist. Haben wir heute viel zu tun? Wir haben sehr viel zu tun. Freunde, wie ihr mich kennt, ich habe natürlich meine ganzen Grillutensilien aus Wuppertal mitgenommen. Heute halte ich mich ein bisschen zurück, weil mein Bruder Birol, der hat seit geraumer Zeit angefangen, hier bei sich im Ort eine Aufbereitung zu betreiben, Freunde. Ich werde alles unten in die Videobeschreibung verlinken. Jeder, der Bock hat, der kann meinen Bruder hier kontaktieren und sein Auto aufbereiten. So, Freunde, es geht weiter hier mit unserem Audi Sportspec. Birol Abe hat schon angefangen nebenbei, der ist schon sehr, sehr fleißig. Gebt euch das mal, Freunde. Und Freunde, ganz ehrlich, was wäre euer Barisch Abe, wenn er nicht seinen Grill dabei hätte? Wir machen natürlich eine Komplettpflege heute mit Versiegelung. Wir sind natürlich weiterhin fleißig. Bürolabe ist im Innenraum tätig gewesen, bis er mir die Aufgabe gegeben hat, die Scheinwerfer einmal anzuschleifen. Dies habe ich auch natürlich getan, Freunde. 2000er und dann 5000er, weil die Scheinwerfer waren eigentlich relativ sauber, aber die kann man noch sauberer machen. Und Bürolabe ist dabei gerade, Freunde. Ich zeige euch das einmal. Auf jeden Fall, Freunde, der macht das da vorne einmal schön auf Hochglanz. Es geht aber weiter, Freunde. Es ist noch einiges zu tun. Der Kofferraum sieht wieder aus, mashallah, sehr, sehr sauber. Das kann man so machen. Und am Ende kommt natürlich eine Versiegelung, eine Lederpflege rein. Ich bin gespannt. Wir haben noch einiges zu tun. Und der Lack braucht auf jeden Fall richtig Liebe, Freunde.
Die Roller, erzähl mal, was machst du da? Wir tun einmal die Ledersitz jetzt reinigen. Ja. Du siehst ja hier, wenn du es mal den Leuten zeigst, guck mal, das ist so ein Glanz, ja? Ja, man so fett, ne? Ja, das ist so fett, alles, der ganze Dreck sammelt sich da auf und mit dem Ab, wenn du da aufreibst die ganze Zeit, ja, glänzt es irgendwann. Das holen wir jetzt alles raus und später kannst du dann sehen, wie es dann matt wird. Ja. Und dann machen wir noch eine Lederpflege drauf. Traum. Und das zieht sich dann schön ein. Zu dem Lack kann ich nur eins sagen, das sieht, also ich auf den ersten Blick habe ich gedacht, das ist Unilack. Ja, Mann. Aber jetzt hast du da drüben schon ein bisschen poliert. Krass. Ein Kotflügel habe ich gerade jetzt Heavy Cut drauf gemacht. Ihr seht ja, wie tot der Lack ist, ne? Wir hätten schwören können, dass das ein Unilack ist, aber Freunde, ich sag's euch, ich spoiler kurz, ja? Ich habe auf dieser Seite schon nebenbei angefangen und gebt euch das einmal. Da ist jetzt eine Stufe Heavy Cut drauf. Oh mein Gott. Ihr seht es, wie die Farbe gekommen ist. Ja? Die Scheinwerfer haben wir direkt mit angeschliffen. Die werden gleich poliert. Und hier haben wir noch nichts, Freunde. Guckt euch das an. Das ist zu krass. Zieht euch das rein. Lampe ist an. So. Wir ziehen ab, sorry. Oh mein Gott, gebt euch das mal, Freunde. Und Freunde, das ist nur die erste Stufe. Wir sind soweit fertig, Freunde. Innenraum picobello. Scheiben picobello. Lack picobello. Jetzt haben wir ein bisschen rumgealbert. Fürs Video wollten wir hier nochmal so eine kleine Session machen. Und zwar, Freunde, wir haben mal, ich mach mal so, wir haben mal die Motorhaube in zwei Teile geteilt. Und die Motorhaube, der hat ja mehrere Polituren hier und Kennt ihr das so unter, ich bin ja kein Aufbereiter, er selber ja, aber so, wir streiten uns manchmal im Sinne von, was ist besser, was ist schlechter, bla bla bla. Und man kann ja nie alles im Alltag testen. Richtig, richtig. Jetzt hat Birol Abel mal die Mitte aufgeteilt. Was haben wir gemacht, Abel? Einmal Menzella 400er und einmal Sonax 05, 05. Okay, beides ist Heavy Cut, ne? Genau, beides Heavy Cut. Und wir haben zwei verschiedene Maschinen benutzt. Gleiche Pads. Gleiche Pads, gleiche Härtegrad, also die Herzenpads. Beide neue Pads. Genau, Liquid Elements 2000, Liquid Elements 4000. Das ist die 4000er. Ich merke schon, die 4000er ist voll fett. Ja, wirklich, also die 4000er ist richtig fett, aber. Ist auch gut. Ja, ich merke auch, dein hat auch mehr Kraft. Ich habe das in der Motorhaube gemerkt und ich habe ja meine T2000 mitgenommen. Ja. Einfach, um dir ein bisschen so unter die Arme zu greifen. Leute, wir wollen jetzt hier nicht die Marken gut oder schlecht reden. Auf gar keinen Fall. Wir können nur. Ist auch gut. So ja. Ist auch gut. Also, ja. Der eine kommt mit dem klar, der andere mit dem anderen. Deswegen. Ja. Also mir fällt eigentlich auf, das hat hier so einen leichten Schleier, Mattschleier. Und wenn ich hier drüber gehe, dann sieht man das eigentlich richtig. Das hat hier so einen Fettfilm, finde ich. Das hat hier so einen Fettfilm. Ja, wenn du willst, Birolabi, nimm mal das Klebeband runter. Und jetzt nehmen wir einfach mal die Politur ab und dann gucken wir, wie das aussieht. Auf jeden Fall, jetzt haben wir die Polituren beide runtergenommen, beziehungsweise Birolabe hat sie runtergenommen. Ich schwenke mal hier drauf, Freunde. Hier mit dem Licht sieht man, wartet mal, hier sieht man noch die Mitte. Also hier links haben wir hier Menzerna. Ja, sieht gut aus. Also kann man sich nicht beschweren, sieht gut aus. Jetzt gehen wir mal rüber. Sonax.
Ja. Ja, ist noch ein bisschen was drin. Sieht aber auch gut aus. Leute, wie gesagt, das ist jetzt erstmal Heavy Cut gewesen, ein Step. Und das sieht echt verdammt gut aus. Ich muss dazu sagen, wir haben auch den Exzenter geschliffen und sich mit Rotativ. Hättest du das mit Rotativ jetzt gemacht, dann hättest du bessere Ergebnisse gehabt. Mit Rotativ, ne? Ja, auf jeden Fall. Hätte man auf jeden Fall besseres Ergebnis gehabt. Ja, wir sind aber so auf Exzenter-mäßig gegangen, haben das auf Exzenter gemacht. Und in diesem Sinne, Freunde, ich kann euch das ja nochmal zeigen. Das ist auf jeden Fall ein Ergebnis, was sich sehen lassen kann. Da fehlt jetzt noch einmal Reifenglanz, Frontscheibe putzen, Seitenscheiben putzen und der Spiegel. Dann sind wir auch durch, Freunde. Bis gleich. Wir sind fertig. Bürolabe ist fertig. Ich bin fertig. Wir haben es geschafft. Wir haben eigentlich relativ Gas gegeben, sind gut durchgekommen. Oder Bürolabe, was sagst du? Du bist jetzt hier schön am Chillen hier. Was haben wir gemacht? Wo haben wir angefangen? Wie haben wir angefangen? Und welche Produkte haben wir geballert? Auf jeden Fall haben wir was Schönes rausgeholt aus der Farbe. Die hat es nötig gehabt, die Farbe. Der Lackzustand war ziemlich mitgenommen. Der hat nur Waschstraße wahrscheinlich gesehen, bei den ganzen Mikrokratzern, die wir da beseitigt haben. Ungelogen, als ich dir ein Foto von dem Wagen geschickt habe, was hast du mir gesagt? Was hat er für eine Farbe? Unilack. Unilack, ne? Unilack habe ich erst gedacht. Und als du dann kommst, ich habe da gar nicht so richtig drauf geachtet. Ich bin hier erstmal drinnen und habe ich da drinnen sauber erstmal gemacht. Und nachdem wir dann ein Stück poliert haben, haben wir dann gesehen, dass es eine Metallic-Farbe ist. Das ist schon krass, ne? Ja. Wenn ich das Auto jetzt so sehen würde, ich würde sagen, das Ding ist aus dem Reifweiß gekommen. Ja, ne? Ja, krass. So sauber wie der gerade ist, auch im Innenbereich jetzt. Bevor wir mit dem Lack weitermachen, du hast Innenraum gesagt, wir können eigentlich mal die Türen aufmachen. Innenraum erstmal, den Teppich haben wir gewaschen, Wasser oder aufgesaugt, nicht alles, aber teilweise. Detailliert, komplettes Armaturenbrett, Lenkrad, Lederlenkrad gereinigt. Sitze vor allem, ne? Die haben ja geglänzt. Ja? Ja, die waren so speckig, fettig, ne? Der Dreck über die Jahre, was sich da festgesetzt hat und der Abrieb, ja, von den Klamotten, sage ich mal, ja, bringt es dann irgendwann zu einem Glanz. Ja. Was eigentlich gar nicht der Originalzustand ist. Ja. Ja, ich habe einmal die Sitze komplett gereinigt, gebürstet und danach haben wir das Ergebnis gesehen. Da sind sie wieder matt geworden, danach haben wir noch eine Lederpflege bekommen. Von welcher Marke hast du die Lederpflege genommen? Von Kochchemie. Kochchemie, diese Premium-Lederpflege, genau. Ne? Premium-Lederpflege von Kochchemie, kann sich sehen lassen. Ja, das Geile ist, die sind einfach matt, nicht mehr diese speckige, glänzende, ja. Auch das Lenkrad. Ist gut gelungen, auf jeden Fall. Ja, hinten genauso, also das sieht aus wie ein Neuwagen, wirklich, ich weiß nicht, wie das so rüberkommt, alle Holme, Türtafeln, das ist wirklich... Wir sind komplett ins Detail reingegangen. Bruder, ich merke, du bist fix und fertig, Alter. Die Sache, ich verstehe, worauf du hinaus willst, du gehst jetzt nochmal in deinen Kopf die ganzen Schritte durch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Handwäsche gemacht, du hast erstmal komplett Handwäsche verpasst und du hast Handwäsche sein Vater gemacht, du bist überall drangegangen, reingegangen, jeden Holm, alles Mögliche. Also du hast dir gut Zeit gelassen. Ich weiß, dass das bei einem Kunden sehr schwer ist, der nur 150 Euro zahlen will. Verstehe ich auch. Aber hier war das jetzt so ein bisschen Liebe, Freundschaft. Ja, ne? Das ist ja ein Geschenk von mir an die Liebe Müller, an deine Ehefrau. Dankeschön, Bruder Herz. Und die soll ja in einem sauberen Auto mit dem kleinen Michael fahren. Auf jeden Fall. Der hat geraucht, das hat drin geraucht. Alles ab. Also, genau. Wir sitzen auch gerade beim Leder. Das ist halt so gefahren, das setzt sich sofort an. Als du den Schmodder von dem Teppich mit dem Nasssauger gesaugt hast und als du die Sitze, als du mir den Lappen gezeigt hast, ich war schockiert, Alter. Sei mal ehrlich, hast Überall du mal... Überall hast du Dreck gehabt, an den Scheiben hast du es gesagt, ich habe es festgesetzt, ich weiß nicht, wann das Auto das letzte Mal jetzt sauber gemacht worden ist. Ja. Weil du überhaupt mal eine Aufbereitung bekommen hat in den letzten Jahren, ich glaube eher weniger, weil so sah das nicht aus, aber jetzt sind wir gute Dinge. Genau.
sogar das Panoramaschiebedach hast du von innen gereinigt, sauber gemacht und also danke, wirklich. Sehr korrekt. Ne? Ja. Wenn wir zu den Scheinwerfern gehen. Das ist ja mal. Auch tot gewesen, ne? Und das ist ja mal wirklich. Auch einmal angeschliffen und nochmal aufpoliert. Das kann sich auch sehen lassen, im Gegensatz zu vorher auf jeden Fall. Wenn wir dann eigentlich jetzt zum Lack gehen, Leute, von dieser Perspektive aus hier, ne? Ihr seht den Lack. Birolabe, ich bleibe genau hier stehen und du kannst vielleicht von dem Kotflügel aus anfangen. Das ist wirklich zu krass. Dieses Tornado-Rot. Birolabe, weißt du, wie das rüberkommt? Ich bin fasziniert. Was würde ich jetzt an dieser Stelle sagen? Was würdest du sagen? Mashallah, Chokgesell. Wie haben wir diesen Lack zu diesem Zustand gebracht? Wir haben zwei Step-Politur gemacht. Erst einmal haben wir das Auto geschliffen. Ja. Komplett einmal geschliffen mit so einer Marke auch nennen. Ja, kannst du machen. Ja, mit Solax 0505. Heavy Cut. Heavy Cut. Und einmal komplett drumherum. Ja. Und nachdem wir die, ich sag mal, die leichten Kratzer, tiefen Kratzer auch rausgeholt haben, ja. Haben wir den noch einen Glanz verpasst mit Sonax 0406. Ja, ja, ja. Finish, ne? Finish, ja. Das ist das Ergebnis. Das ist das Ergebnis jetzt. Ja, unter anderem muss ich ja sagen, wir haben auch die Scheiben poliert, mit Scheibenpolitur. Wir haben das Panoramaschiebedach poliert. Bist du fasziniert? Bist du zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Nach dem vorigen Zustand und jetzigen Zustand definitiv an zwei Seiten. Und der kann sich jetzt auf der Straße wieder. Komm, ich quäl dich nicht mehr. Ich habe mich jetzt die ganze Zeit vor die Kamera gestellt. Ich wollte jetzt einmal hier sagen, vielen, vielen Dank, Bro. Das ist wirklich eine Ehrensache. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja detailverliebt und versuche viel vom Lack rauszuholen. Aber der hat richtig Gas gegeben. Wir haben jetzt Pi mal Daumen roundabout 6 Stunden gebraucht. Aber wir haben gegessen, gegrillt, gechillt und es ist Wochenende. Wir haben es gut gehen lassen und nebenbei haben wir das Auto fertig gemacht. Es kann sich wirklich sehen lassen. Es ist in einem außergewöhnlich guten Zustand. Birolabe, wie gesagt, ich habe dir noch ein paar Duftbäume mitgebracht. Dankeschön. Ja, das ist auch noch was für dich. Ach so. Ja. Oh mein Gott. Das habe ich nicht irgendwo gekauft oder sonst irgendetwas. Das habe ich gehabt, selbst gemacht. Hast du selber gemacht? Ich habe selber gemacht. Du bist brutal. Du bist brutal, Bruder. Du bist brutal. Wallah, du bist brutal, ja. Ja, dein Kanal, der beste 36-Kanal. Ja, Mann. Das ist jetzt ein Zeichen für euch, Freunde. Diejenigen, die noch nicht abonniert haben, ihr könnt es abonnieren. Barish Abis Kanal, mein Sohn mit meinem M3, Freunde. Ich hoffe, das ist ein guter Abschluss für diesen Abend, Freunde. Haltet eure Herzen genauso sauber, wie eure Autos hält. Bis zum nächsten Mal. Ciao.